Bei uns im Studio darf ich Ihnen Herrn Professor Paul Enk vorstellen. Er ist Psychologe und er ist auf jeden Fall ein Fachmann für Placebo. Wir haben gehört, Placebo kann Positives auslösen. Kann es denn auch umgekehrt sein, dass ein kalter, eher gefühllos wirkender Arzt dann bei einem Patienten was Negatives macht und der wird noch kränker? Also im Prinzip geht es in die andere Richtung. Es ist nicht ganz so leicht, das experimentell nachzustellen, weil natürlich im Experiment nicht Patienten es schlechter gehen lassen können. Im Versuch machen wir das gelegentlich mit gesunden Probanden. Ja, es geht. Können Sie denn sagen, wie hoch der Anteil der Placebo-Wirkung generell an einer Heilung ist? Nee, das kann man so generell nicht sagen. Wir kennen Placebos eigentlich nur aus Medikamentenstudien. Und in Medikamentenstudien gibt es den einen Placebo-Arm. Und aus dem wissen wir, wie groß der Anteil ist im Verhältnis zu dem, was das Medikament macht. Und da bewegt er sich so im Mittel über viele Krankheiten, viele Medikamente, etwa bei 40%. Was ja eine ganze Menge ist. Eine ganze Menge. Also irgendwie der Hintergrund muss ja immer sein, dass der Körper es schafft, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Können Sie uns verraten, was dabei eigentlich passiert, wenn ich zum Beispiel so eine weiße Pille hier bekomme oder was Sie hier mitgebracht haben? Wenn Sie die weiße Pille bekommen, ohne dass ich Ihnen was dazu sage, dann ist sie im Prinzip das, was hinten drauf steht, Placebo. Wenn ich Ihnen die Pille im Rahmen eines Medikamentenversuches gebe und sage, das könnte jetzt das Medikament sein, so wird es gemacht, es könnte das Medikament sein, es könnte auch ein Placebo sein, Sie haben eine 50-prozentige Chance, dann macht diese weiße Pille mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit oder höherer Wahrscheinlichkeit eine Besserung Ihrer Symptome, weil Sie glauben, dass Sie hätten... Sie seinen Medikamentenarm der Studie gelandet. Und was passiert dabei im Kopf? Da muss ja der Körper denken, ich habe ein Medikament bekommen und da muss er doch Ähnliches machen wie die pharmazeutische Substanz auch. Ganz genau. Also wir kennen zwei Prozesse, die eine Rolle spielen bei der Placebo-Wirkung. Das eine wäre das, was man eine Konditionierung nennt, im Prinzip ein gelerntes Verhalten. Frühere Erfahrung mit einer weißen Pille bei Kopfschmerzen sagt Ihnen, auch dieses wird mir jetzt helfen. Das heißt, die frühere Erfahrung ist im Prinzip jetzt der Trigger dafür, dass es Ihnen besser geht. Und in dem Falle macht das Placebo genau das, was früher das Medikament gesagt hat. Es dockt, es führt zur Ausschüttung beispielsweise von endogenen Schmerzhemmstoffen, Endorphinen nennen wir die. Und die machen das Gleiche, was ein exogenes sind, von außen gegebene Schmerzmittel macht. Das heißt aber, der Körper würde auch unterschiedlich reagieren, je nachdem, welche Krankheit ich habe und an welche Medikamente ich sozusagen gewöhnt bin. Also wenn Sie im Zusammenhang mit einer Erkältungskrankheit ein Medikament nehmen, das Ihre Erkältungssymptome reduziert und Sie bekommen ein Placebo stattdessen, dann würde das an anderen Andockstellen arbeiten. Das würde dann halt eben eine Immunstimulation beispielsweise. Ja, und hält der Effekt an? Er hält nicht so ewig lang an. Also in den Medikamentenversuchen kann er sehr lang anhalten. Aber da wissen wir, da spielen andere Effekte eine Rolle. Das, warum es bis zu einem Jahr gehen kann, dass der Effekt noch da ist. Und normalerweise? Also das untersuchen wir gerade. Also okay. Fabrizio Benedetti, Manfred Schadlowski in Essen und ich versuchen gerade herauszufinden, wie lange eigentlich solche Effekte andauern. Und wir sind im Moment eigentlich nicht über Tage hinaus. Also wir wissen, das heißt, ich könnte eine Behandlung sozusagen nicht komplett ersetzen durch ein Placebo. Um Gottes Willen. Ein Medikament kann niemals durch ein Placebo substituiert werden. Es kann manchmal reduziert werden hinsichtlich der Dosierung, jedes zweite, jedes dritte Mal ein Placebo. Das wäre wahrscheinlich notwendig oder wie andere probieren, dass man unterhalb einer Schwelle geht, an der Medikamente normalerweise wirksam sind. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Enk.